Handelsposten verbessern. Sobald du einen Handelsposten wiederhergestellt hast, kannst du seine Arbeitsabläufe verbessern, indem du dort zusätzliches baust. Ja, das wollte ich mir gerade sagen, weil das gab es bei WoW nämlich auch. Ab irgendeinem Addon kamst du halt rein und musst dein eigenes Lager aufbauen. 100 Quests machen, Sachen sammeln, Lager aufbauen. Das war nachher auch irgendwie sehr schnell eintönig. Da kann ich nicht dran vorbei. Jeder getötete Feind ist ein leckeres Mal. Ja, aber ich nehme nur die guten Sachen mit. Ein Fuß zum Beispiel. Kannst ja so um die Hüfte binden. Habe ich überhaupt schon eine neue Waffe gekriegt, außer diesen komischen Bogen? Nö, ne? Der leckere Fuß mit Pilz. Mmh. Schöne Pilzsuppe. Da hat man denn ja noch ein paar Fingernägel. Ich hab fast gesagt, Fußnägel mit drin. Ist gar nicht mal so unlecker. Oder gar nicht mal so unschön. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne das Thema wechseln. Obwohl ich den Käse mag, den Limburger. Der riecht ja auch wie Füße. Schmeckt aber geil. Also ich glaube, er schmeckt geiler als Füße. Ich weiß es nur nicht. Ich bin unsicher und nicht gewillt, das zu testen. Wo bleibt mein Hund? Hund! Der hat keinen Bock. Da hinten steht er. Ey! Nö, hat er keinen Bock. Renn ich halt zu Fuß. Nee, ich will nicht zu Fuß rennen. Komm jetzt. Geht doch. Hund müde, Hund ist schlafen. Der war nicht am Schlafen, der war faul. Arbeitsverweigerer. Hat wahrscheinlich heimlich eine Gewerkschaft gegründet. HGFV. Oder HGFW. Hunde gegen fette Wikinger. So. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder so viel Blödsinn laber. Ich glaube, da ist Iron dran schuld. Ich bin ja normalerweise sehr souverän. Ich weiß nicht warum. Diese Woche geht es mir tatsächlich gut. Letztes Wochenende war die Stimmung am Boden bis ja, vor 2 Tagen eigentlich noch. Aber jetzt geht's wieder. Wer baut denn sowas? Ja, immer bist du schuld. Warum baut man sowas? Ist auch eine gute Frage, ja. Ich glaube ja tatsächlich, die haben sowas damals gebaut, einfach nur weil die noch kein Netflix hatten. Die hatten halt noch nichts zu tun, ne? Was machst du da? Steine stapeln. So, was haben... Das ist der nächste. Den nehme ich mir auch gleich mit. Dann kann ich mich gleich ein bisschen umgucken hier in Irland. Das finde ich ja sowieso mal recht spannend. Warum? Ich hoffe, das ist nicht mein Wolf. Nee, oder? Oh nein, hier ist schon wieder irgendein... Ah, warte. Hier ist... Kann ich da einfach so... Jetzt sehe ich ja gar nichts. Wo ist es? Es ist hier unten, ne? Komme ich da einfach so ran? Also ich gehe mal davon aus, da hier so viele Pfeile sind, soll ich das irgendwie per Pfeil machen? Ich sehe nur nichts. Da ist ein Feuer. Das hat auch nichts gebracht. Es ist dieses weiße Ding hier vorne, ne? Warte mal, ich probiere es mal von der anderen Seite.
Beziehungsweise, warum mache ich das eigentlich? Ich will das eigentlich gar nicht. Ich habe schon viel zu viele Dinge eingesammelt. Und trotzdem mache ich es irgendwie immer wieder. So. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Und trotzdem habe ich, glaube ich, noch keine legendäre Waffe. Obwohl ich alles eingesammelt habe. Oder habe ich die vielleicht und weiß das noch nicht? Nö. Man muss bestimmt irgendwie was Spezielles machen, um diese legendären Sachen zu finden, oder? Pater, sag doch mal. Da freut sich jemand, seine Feuerzeuge wieder gefunden zu haben. Wozu brauchst du Feuerzeuge? Was machst du da? Sei artig, sag ich dir. So, gib mal Gas jetzt. Hallo? Interessant, jetzt ist er noch nicht im Vollgas hier. Gib doch mal Gas. Hilfe! Geht auch nicht. Ich drücke zwar Shift wie ein Wahnsinniger, aber er will einfach nicht sprinten. Dann lassen wir uns einfach ein bisschen Zeit. Man kann ja auch mal ein bisschen die Natur genießen. Halsbob an Schädel schmeißen, das letzte finde ich gut. Wie nervt mich das? Heute nervt mich alles. Doch, mit ihm kann ich sprinten, oder? Ist das Sprinten? Was hast du? Bin mir unsicher, warum ich nicht sprinten kann. Aber ich habe das doch gerade ein bisschen... Nee, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe nicht gesprintet, als ich eben zu Fuß war, ne? Warte. Ich kann die Gehgeschwindigkeit anpassen? Das ist ja eine coole Option. Die ist aber auch neu, oder? So. Hier, da steht Majus. Warum steht da Majus? Majus. Hm. Oh nein, Schluck auf. Nein! Aber der Rest funktioniert. Komisch. Hallo? So. Mal gucken. Vielleicht starte ich das Spiel einfach mal demnächst kurz neu. Dann könnte ich eine kurze Pause machen. Das wäre... Dann könnte ich das alles gleich verbinden. Vielleicht kriege ich dann auch noch die Aufnahme in der Pause gerettet. Aber erstmal müssen wir da hoch. So.
damit haben wir wieder ein bisschen was freigeschaltet und auch gleich den nächsten. Es sind tatsächlich ein paar mehr hier, ne? Wenn ich so gucke, 1, 2, 3. Ist das auch was Neues? Ne, das ist auch noch Konnatscha, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Es sind 4. 4 Regionen insgesamt. Und hier ist eine ganze Menge Reichtum nur, ne? Aber ich denke, das werde ich nicht heute machen. Falls ich es überhaupt im Stream mache, vielleicht mal so, wenn ich wirklich einfach nur so nebenbei ein bisschen laufen lassen möchte. Was? Wer da lochen, ey, Tag. Alles klar. Bei so einem Namen, ne? Danke, Eivor. Ich, okay. So. Einfach mal wieder runter. Da, das ist kein Sprinten, was er macht, ne? Sprinten sieht doch anders aus. Das ist gehen. Es wirkt schneller. Das ist gehen. Ach, was weiß denn ich? So, komm her jetzt. Ich weiß nur, der sprintet definitiv nicht. Sonst würde er irgendwie so höher machen oder sowas. Was? Gib Ruhe. Ist hier irgendwo ein Boot oder muss ich jetzt mit dem Wolf darüber paddeln? Dann halt mit dem Wolf. Warum ist das überhaupt so neblig hier? Ich würde ja sagen, schwimm schneller, aber das geht nicht. Und genau aus dem Grund habe ich mir auch eigentlich vorgenommen, jetzt nicht mehr diese Einsammelquests zu machen, weil ein Großteil der Reise halt wirklich daraus besteht, ne? Von A nach B juckeln. Naja. Das war ein großer Fisch. Ich frage mich, ob ich schneller gewesen wäre, wenn ich durch das Dorf durchgeritten wäre, aber ich glaube nicht. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So. Ich glaube, ich gehe da einfach direkt geradeaus nach oben. Falls das denn klappt. Aber ich denke schon. Warte mal, da kann ich ihn doch eigentlich alleine laufen lassen, ne? So. Kann ich hier in Ruhe trinken? Ein Hoch auf dieses Autolaufen. Wenn ich jetzt loslasse, klärt er dann alleine? Ne, jetzt rennt er gegen die Wand. Warte. So, jetzt. Jetzt rennt er wieder gegen die Wand. Jetzt. Oh, wieso sind hier nur Vorsprünge? So? Ne. Was?
Okay, damit hätten wir das. Ich habe keinen neuen aufgedeckt. Dann gehen wir mal zurück zur Hauptquest. Jetzt wird spannend im Chat. Eivor, die Felle aus Ratoin sind angekommen. Nun können wir sie gegen Flans Geschenk eintauschen. Komm, sieh im Lager nach. Okay, und wie viel brauche ich jetzt davon? Ezar, du hast einen Handelsposten. Ich habe es von dem Händler selbst gehört. Wir haben genügend Felle für Flans Geschenk. Hier, nimm, schließe den Handel ab. Erlesener Geschmack, ich kenne einen Händler fremdländischer Gewürze eines Hochkönigs würdig. Er tauscht gegen Pelze, die du bei unseren Handelsposten findest. Es geht dort liederlich zu, aber du schaffst das. Okay. Achso, ich dachte, es passiert noch was. Feine Gewürze, die es sonst nirgendwo gibt. Ich sorge dafür, dass sie für die Krönung geliefert werden. Flan wird sicherlich die Stärke von Düflins Handel erkennen. Wo wir davon sprechen, es gibt überall in Irland verlassene Handelsposten. Du schlägst vor, dass ich sie einnehme, um Düflins Reichweite zu erhöhen. Wir erhielten dadurch Zugang zu Waren, die wir sonst nicht in die Hände bekämen. Eine große Beute. Ich halte nach Gelegenheiten Ausschau. Hm. Doch zuerst suche ich Barret auf. Eine große Beute. Er wird von Flans Geschenk erfreut sein. Handel in Irland. Irland ist ein Land mit einzigartigen Waren. Durch Handelsverträge erhältst du im Tausch gegen eine der vier irischen Waren Belohnungen. Du kannst deine irischen Waren mehren, indem du Handelsposten übernimmst, um Güter zu erwirtschaften. Außerdem erhalten einige Truhen irischer Waren. Was? Ach, irische Waren. Erkunde Irland, um sie zu finden. Die Waren der Handelsposten werden zu Azars Handelstruhe geschickt. Denk daran, sie abzuholen, wenn du in Düflin bist. Hm. Erinnert mich hart an World of Warcraft. Hä? Oh nein, keine Nebenquest annehmen. Warte. Oh, das ist sogar eine Hauptquest. Die machen wir später, nach dem Neustart. Da war eine Sternschnuppe da, schon wieder. Warte mal, wo ist er denn? Achso, ich war im falschen Haus. Na klar. Doch, hier sprintet er, ne? Nee. Also jetzt nicht mehr. Doch, jetzt. Da. Wünsch dir was wegen der Sternschnuppe. Lieber nicht. Barret, Flans Geschenk ist auf dem Weg nach Mede. Sehr gut. Ich war gerade bei den Aufbruchsvorbereitungen. Aber nun steht dem etwas im Weg. Was ist es? Flans Dichterin, Kira. Sie war hier, um eine förmliche Einladung zu überbringen. Und nun weiß ich nicht, wo sie ist. Glaubst du, sie ist in Schwierigkeiten? Nein, ich glaube, sie vergnügt sich irgendwo, wandelt auf Düflins Märkten. Aber wir brauchen sie. Die oberste Dichterin ist ein wichtiges Mitglied des Königshofs. Ohne sie kann keine Krönung stattfinden. Ich werde sie finden. Wo treffen wir uns? Bei den Toren Düflins. Ich bereite die Pferde vor. Jetzt soll ich auch noch eine Dichterin finden? Warte. Die Krönung des Hochkönigs. Barit, mein Freund. Flansinas Tag steht kurz bevor. Ich habe ihn überzeugt, dich einzuladen, du unflätige Dänenbrut. Ich wusste, dass du meinen Gesang und vielleicht auch die Gelegenheit, dich bei Flan beliebt zu machen, nicht verpassen wollen würdest. Ich werde dir bald selbst die Einladung überbringen. Kiara. Aha, du alter Fladen. So. Gut, ich treffe ihn am Hafen. Da renne ich mal hin, aber dann werde ich kurz eine Pause machen. Zum einen, um das Spiel mal neu zu starten.
zum anderen, um zu gucken, ob ich die Aufnahme irgendwie gerettet kriege. Vielleicht einfach mal auf den, weiß ich nicht, CPU-Encoder umstellen. Dann ist dann alles noch ein bisschen rumgefrickelt, aber ich muss das irgendwie hinkriegen. Das nervt mich. Aber der Abend ist ja noch jung. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. So, ich soll hier irgendwie auf dem Markt. Da. Sieh mal nach. Okay. Ich finde das so gut, dass man Leute umrennen kann. Ich weiß nicht warum. Achso, jetzt bin ich schon wieder vorbei. Und ich bin mittendrin, warte mal. Irgendwo da, oder? Oh Gott, ich höre jemand singen. Oder eine Katze wird gerade überfahren. Katze. Definitiv Katze. So, ich würde sagen... Oh Gott, habe ich mich selbst angeschrien. Verzeihung. Ich würde sagen... Ich mache Pause und lasse sie einfach weiter singen. So. Ja, läuft noch. Alter, die Olle, ne? Jault. So haltet doch den Mund um unserer Ohren willen. Sicher doch, du Fohl. Ihr seid doch alle gleich. Greift euch das Weib! Verflucht, lass deinen Vogel im Käfig doch singen. Mist. Ich habe gehofft, ein paar tontaube Dänen wären offener. Bist du Kira? Halte sie fest! Die Wunder enden nicht. Wie viel Ärger kann man haben? Tut mir leid für dich, aber sie kommt mit mir. Nein, nein, nein! Sie wird sich für diese Schmach verantworten! Ich bekomme dich nicht umgestimmt? Du schuldest mir was. Was? Gehen wir uns jetzt prügeln? Die Olle ist ein bisschen voll. Nee, komm hier. Ja, war jetzt eher so unbeeindruckend. Und du? Au. Okay. Okay. Dann spiel ich mal mit. Nö. Ach, du und dein Grabschnimmer. Au. So. Der rothaarige Teufel liegt hier noch. Sieht aus, als hätte unsere Dichterin sich mit dem Boden angefreundet. Ich nehme dich mal mit. Und die Aufnahme läuft noch schlimmer. Auf die Beine, ist ja Wahnsinn. Ich armes Ding. Alles um mich dreht sich. Ein kaltes Bad wird das schnell beheben. Warte, hier drehen. So. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass hier heute irgendwie nicht so läuft, wie es sein soll. Hier, komm. Ich werde das gleich nochmal umstellen. Das ist absolut unbefriedigend. Du Schafshirn! Was soll das denn? Aber jetzt mach's cool. Es wird dir das Ale austreiben. Wenn du glaubst, ich würde dich nach Temer schleppen, irrst du dich. Temer? Warte mal, wer bist du? Barret schickt mich, dich zu holen. Er wartet bei den Ställen. Ah, ein Bote. Sag mir, wie viel würde ein Bote verlangen, um Barret nichts von dieser Schlägerei zu erzählen? Er bindet mir eine Wache aufs Kreuz, wenn ich das nächste Mal in Diflin bin. Dieser Mann ist manchmal so empfindlich, verstehst du? Ja, Barret und ich sind Familie. Nun, ich denke, dann hat mir mein Mundwerk für heute genug Ärger bereitet.
Öffne es vielleicht seltener. Bei mir klappt das gut. Sollen wir? CPU ist immer so eine Sache. Na, das Problem ist gar nicht die CPU, sondern dass er irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt mit dem Codieren nicht klarkommt. Welchen Namen trägst du? Vorher ging's ja. Ich komme aus Nordwege und siedle nun mit dem Rest meines Clans in Engelland. Ein Clan, ja? Sind das alles Faustdonnerer wie du? Diesen Fäusten verdankst du auch weiterhin singen zu können, Dichterin. Wohl wahr. Problem ist halt, ich habe halt... Ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Was hielt euch auf? Es gab Schwierigkeiten. Na, wozu die Anspannung? Sollen wir nach Temer aufbrechen? Wir wollen doch nicht die Krönung verpassen. Nach dir. Ich nehme mein eigenes Tierchen. Ja, würde sagen, ich hatte vorher geguckt, dass alles läuft, hab mit dem Sound geguckt und das Bild da ist, dass kein Update noch gemacht werden muss vorher. Aber Aufnahme habe ich natürlich nicht getestet. Und was funktioniert am Ende nicht? Genau. Ich war überrascht, ein Mitglied deiner Familie zu treffen, Barry. Eivor erzählte mir, er käme aus Englerland. Ja, um dabei zu helfen, Düflins Handelsbeziehungen zu stärken und wertvolle Güter aus fernen Ländern zu erhalten. Bald wird Düflin Herz des irischen Handels sein, das jedem einzelnen König reich zugutekommt. Das wird den zukünftigen Hochkönig sicher erfreuen. Ja, und auch abgesehen vom Handel hoffe ich, dass Flan Düflin als Freund und Verbündeten sieht. Du und viele andere. Eine Beziehung zu Barret wäre lohnenswert. Dein König wäre töricht, dies von der Hand zu weisen. Es scheint, Eivor ist nicht auf dem Laufenden über unsere Königsgeschichte. Wir hofften, ein Treffen mit Flan zu vereinbaren. Es ist mein Wunsch, unsere Bande zu stärken. Kannst du dafür sorgen? Möglich. Sehen wir einmal, wie der Abend verläuft. Okay. Also auch für YouTube nochmal. Es tut mir leid, falls es ein wenig ruckelig ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das kläre. Ob ich einfach die Aufnahme von Twitch nehme und dann in niedrigerer Qualität raushaue. Oder ob sich jetzt langsam einpegelt. Es sieht fast so aus. Fast. So. Aber ich werde das, wenn es nochmal abkackt, werde ich das einfach minimieren, das Bild, damit ich da nicht mehr hingucke. Ich kann mich nämlich nicht konzentrieren auf das Spiel sonst. Ich bin da so ein bisschen komisch, glaube ich.